Okay, noch ein Fail-Part. Von denen wird es jetzt noch viele geben, glaube ich. Ich muss mir irgendwelche weiteren Stories ausdenken. Mit den anderen vier Charakteren. Um mich hier irgendwie bei der Stange zu halten, weil das ist ja grauenhaft hier. Irgendwelche Stories, wie diese anderen vier Charaktere auf die Idee gekommen sein könnten, sich so ein Level auszudenken. Also von Mario war wahrscheinlich die generelle Idee, dass es Invasionslevels geben könnte. Weil er war ja in Super Mario Bros. 3 immer damit beschäftigt, Flugschiffe von irgendwelchen kleinen Koopas zu stürmen. Aber ansonsten, natürlich stößt es mich nach oben. Nein! Wenn man das vergisst, dann ist man natürlich auch wieder gearscht. Dass es ja praktisch ein Goldschwert ist, das einen anhält, wenn man es benutzt. Und was das jetzt war? Boah. Das werde ich nie erklären können, diesen Fail gerade eben. Was auch voll nervt, ist, dass nach einiger Zeit die Maus einfach mal voll klebrig wird. Die Tasten auch ein bisschen, aber vor allem die Maus. Dabei habe ich die vor kurzer Zeit sauber gemacht. Aber es fühlt sich dann immer so eklig an, die Maus dann zu benutzen. Ja, den vergesse ich auch jedes zweite Mal, so ein Mist. Dann schaffe ich es noch nicht mal, ihn abzuböllern. Jetzt kann ich es vergessen, jetzt kann ich ihn nämlich nicht mehr abböllern. Wenn es nicht so wäre, dass einen die Lakitus überall hin verfolgen, wäre es vielleicht nicht so schlimm. Aber leider tun die das ja. Was hätte ich denn da machen sollen? Ja, ich bin aber auf ihn gesprungen. Obwohl es jetzt auch nur Glück war. Möglicherweise denken sich jetzt auch schon einige von meinen Zuschauern, dass ich doch einfach mal einen anderen Charakter nehmen soll. Weil ich ja sehe, dass es als Link nicht geht. Aber es muss gehen. Es muss einfach. Bloß nicht wieder so super nobig sein und bei dem failen. Wo ging's denn nochmal da so runter? Kommt es hier gleich? Boah! Ja. Die Stelle, wo man die Feder dann wieder kriegt. Um sie dann beim nächstbesten Dakitu wieder zu verlieren. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass sich diese anderen vier Charaktere totlachen, wenn sie sehen, wie sich der Link hier abmühen muss. Oder noch besser, wahrscheinlich lachen die sich auch dann tot, wenn der Link rausfindet, dass er in einem Level ist, das für ihn unschaffbar ist. Das scheint tatsächlich so verbuggt zu sein. Wenn das Schwert die untere Hälfte von dem Lakitu trifft, dann zählt es einfach nicht als Treffer. Oder so. Ja, super. Kann ich wieder aufgeben. Was fliegt der aber auch immer so hoch, dass man ihn nicht treffen kann? Anscheinend muss man wirklich den oberen Teil vom verdammten Lakitu treffen. Damit der getroffen wird und nicht man selbst. Muss man ja auch erstmal wissen.
dass der nicht überall getroffen werden kann. Dieser Bug-Typ. Boah, fast. Das war aber auch wieder nur Zufall, dass der mich nicht getroffen hat. Tja, wie soll ich denn den jetzt schaffen? Oh nein, gar nicht. Scheiße. Scheiße! Jetzt habe ich nämlich wieder falsch berechnet und jetzt geht schon wieder der ganze Bullmüll von vorne los. Ich glaube, nach diesem Fail-Part, also wenn das jetzt, wenn ich hier wieder failen werde, das ganze Video über, muss ich mal aufhören. Und es ist auch möglich, dass bald der Büschelkopf kommt. Und noch dazu bin ich eh mit meinen Nerven ziemlich am Ende. Mir fallen auch keine gescheiten Storys mehr ein. Nein. Ich darf die Blume einfach nicht behalten, habe ich so das Gefühl. Das Spiel weiß definitiv, dass ich es mit der Blume schaffen könnte. Aber ich verliere die immer an der gleichen Stelle, weil ich so blöd bin. Nein, du Pimmel! Nein! Boah, fast. Fast wäre ich jetzt wieder da oben hängen geblieben. Sind natürlich gesucht dort. Es ist einfach unmöglich, hier die ganze Zeit über perfekt zu spielen. Und dann auch noch Glück zu haben bei den Lakitus. Es geht nicht. Genauso geht Hard Mode Tanks in Invasion 2 nicht als Link. Also aus dem gleichen Grund. Weil man so perfekt nicht spielen kann. Beziehungsweise Hard Mode Tanks geht sogar noch mehr nicht. Weil dann nämlich ständig neue Koopas spawnen. Die einem dann auch noch hinterherfliegen die ganze Zeit. Das geht nicht mal mit einem Hammeranzug. Nein! Das war ich wieder ganz blöd. Aber mal sehen, ob ich dahin zurückgehen kann, wo es die Federn gibt. Ja, Glück gehabt. Da bin ich jetzt wieder im Vorteil, weil ich keinen blöden Koopa brauche, um die Federn zu kriegen. Sondern einfach die Fragezeichen anhämmern kann. Aber was bringen schon diese paar kleinen Vorteile, die der Link hat, wenn man bedenken muss, wie viele Nachteile er dafür hat. Wie zum Beispiel, dass er Lakitus nicht wegkriegt. No, no, nein! Warum denn nur? Nein. Ist das bastardig. Das kann ich wieder vergessen. Krieg jetzt zwar da nochmal eine Feder, theoretisch. Aber die Lakitus zocken mir die dann wieder ab. Und einfach durchzurennen bringt ja auch nichts. Weil die Lakitus verfolgen mich überall hin. Boah, ich hab ihn ausgelöscht, unglaublich. Man muss den wirklich von oben treffen. Sonst wird's nichts. Aber das muss ja halt oben sein. Beziehungsweise so kommen, dass man den oberen Teil vom Lakitu trifft. Ja, Glück gehabt, ich bin auf ihn gesprungen. Das war aber auch eigentlich mehr Zufall. Also Glück. Nö, ich habe doch eine Bodenattacke gemacht. Wenn jetzt wieder ein Lakitu kommt, bin ich gearscht, weil ohne Feder habe ich da ja gar keine Chance. Wobei ich auch mit Feder keine wirkliche Chance habe, aber diese Knauser wollen mir einfach keine Blume mehr geben. Weil die genau wissen, dass ich dann schaffen wird, nämlich. Also es hat sich auch einer von diesen vier Charakteren ausgedacht, dass es hier keine Blumen gibt. Sondern nur andere nutzlose Power-Ups. Ach, die Bastarde wieder. Verdammt! Was ist das denn hier? Boah, das war knapp. Das war eh egal, weil ich gleich failen werde. Beim nächsten Gegner. Nö! Nö! Warum? Woher hätte ich denn wissen sollen, dass da so ein Mist kommt? Ey. Ich müsste echt mal schaffen, meine Blume länger zu behalten. Und dieser Anfang, der langweilt sowas von.
Ich hätte dieses Level mit drei Strichen starten müssen. Dann müsste ich nämlich nicht immer hier den Strich holen. Und auf diese Blödies warten. Aber was ich sagen wollte ist, dass sich wahrscheinlich auch die Peach das ausgedacht hat, dass der Lakitu nur da so oben treffbar ist und nicht überall. Und der Link dafür schon. Also der ist überall treffbar. Wenn er irgendwo berührt wird. Boah, erstaunlich. Aber irgendein anderer Gegner wird mir die Blume dann doch noch abzocken. Also bevor ich mich jetzt freue, müsste ich es halt erstmal schaffen, die Blume an diesen ganzen weiteren Gegnern vorbeizubringen. Boah! Achso, genau, was ich sagen wollte. Diese anderen Charaktere haben sich das auch so ausgedacht, dass es keine weiteren Blumen mehr gibt. Weil sie genau wissen, dass der Link das sonst schaffen könnte. Die Frage ist nur, wem seine Idee war, dass keine Blume mehr kommt? Welcher Charakter könnte sich denn sowas ausgedacht haben? Für mich ist keiner einfallen eigentlich. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass sie ja auch keine Blume brauchen, weil die eine Böllerkanone haben. Und dass für die also die Feder wirklich besser ist in dem Fall. Dieser Endboss langweilt mittlerweile auch sowas von. Nein! Mir ist es sogar wieder eingefallen, aber da war es schon zu spät. Nein! Wenn ich hier nämlich noch eine Blume gehabt hätte, dann hätte ich einfach die Lakitus wegownen können. Oder wenn hier in dem Fragezeichen eine Blume drin wäre. Vielleicht sollte ich das so modden, falls ich vorhabe, dieses Level wirklich zu konvertieren. Dass da eine Blume statt einer Feder drin ist. Oder dass da eine Blume und eine Feder zu finden sind. Ich muss auf den springen. Ja, Glück gehabt, habe ich geschafft. Das ist nämlich eigentlich der sicherste Weg, wenn er nicht gerade in dem Moment böllert. Aber erstmal wieder dahinter kommen, wo ich ihn gut erwischen kann. Ohne dass er mich vorher trifft. Da konnte ich überhaupt nichts dagegen machen. Boah, fast. Das nervt so, dass man ständig perfekt spielen muss. Wie in RKS eigentlich, nur noch schlimmer. In RKS könnte man sich nämlich wenigstens die Striche einfach an den Gegnern wieder hochfarmen. Aber jetzt ist es eh aus, weil es kommt wieder ein Lakitu und den werde ich ja nie schaffen. Weil es nämlich einfach nicht geht. Hä? Wie zum Teufel kann das jetzt passiert sein? Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht, verdammt nochmal? Vielleicht ist hier ja noch irgendwas Lustiges drin, aber wahrscheinlich nicht. Nee, natürlich nicht. Nein. Also ich glaube, ich werde das nie schaffen. Ich weiß auch nicht, ob ich alle Fail-Parts hochladen werde. Vielleicht eher nicht. Habe ich natürlich wieder vergessen, dass da ein Lakitu kommt, ist klar. Ja, natürlich. Aber immerhin hat es den blöden Lakitu noch abgeböllert. Also irgendwann werden solche Fail-Parts halt auch einfach langweilig. Wahrscheinlich. Für den Zuschauer. Den Nicht-Existenten.
Obwohl SMBX eigentlich ein episches Spiel ist. Nur halt manchmal ein bisschen arg schwer. Nein, das kann ich schon wieder aufgeben. Sowas darf einem einfach nicht passieren. Oder man hat verloren. Noch immer wieder diesen gleichen langweiligen Endgegner fertig zu machen. Und auch sonst immer genau die gleichen Gegner. Gähn. Mir fallen jetzt nämlich auch keine Storys mehr für diese anderen Charaktere ein. Obwohl die eigentlich auch lustig waren. Nein! Warum wird der angehalten? Das kann ich schon wieder vergessen. Nein! Nein! Ach, das ist doch einfach nur Cheaterick. Ich versuch's jetzt noch einmal, aber dann war's das. Das heißt, ich glaube, wenn ich das hier jetzt nicht schaff, das werde ich wahrscheinlich auch nicht, dann gehe ich in irgendein anderes Level zurück und suche da mal ein paar geheime Ausgänge. Wobei, wird sich das wirklich lohnen, das aufzunehmen? Eigentlich nicht wirklich. Aber ich wüsste wirklich gern, wer sich dieses Level wirklich ausgedacht hat. Weil das kann man sich doch überhaupt nicht ausdenken, sowas. Und es gibt welche, die der Meinung sind, der goldene Tempel in DKCR wäre schlimm. Das ist ja mal echt unmöglich, zumindest als Link. Weil es den nämlich damals noch nicht gab. Nein! Vor allem das mit den Lakitus ist aber bastardig, weil es geht einfach überhaupt nicht, dass man die Lakitus schafft, als Link. Als Yoshi wäre es dagegen möglich. Das heißt, dieser Justin Cheater, der wird sich dann wahrscheinlich auch totlachen. Und der wird dann angeben von wegen, hey, hey, ich habe die ganzen Lakitus einfach alle aufgefressen und du luscher Link, du bist so super lusch und kriegst sie nicht weg, haha. Oder so irgendwas in der Art. Ich versuche jetzt einfach mal hier durchzurennen, weil ich ganz krank bin. Naja, toll. Hätte mich gewundert, wenn das gehen wird. Da steigt höchstens die Chance, dass ich getroffen werde, wenn ich das mache. Okay, das war's. Keine Lust mehr.